Au. Aua. Oh, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen, ich glaube es wird ein Mini-Let's Play. Wir spielen heute P.T., auch bekannt als PT. Was so viel heißt. Jetzt habe ich vergessen. Pre-Teaser? Naja, es heißt Preview-Teaser. Entschuldigung, ist ja Pre-Teaser. Und es handelt sich dabei um ein kleines Horrorspielchen. Die Grafik übrigens schon mal... Sieht schon mal ganz geil aus, muss ich ja sagen. Und ich habe gerade schon mal ein bisschen angespielt, einfach nur um zu gucken, ob es läuft. Aber da habe ich mich noch nicht so genau umgeguckt. Ich habe noch ein bisschen rumgetestet. Grafisch. Und das Ganze ist quasi ein Teaser, ein interaktiver Teaser, ein spielbarer Teaser zu Silent Hills. Der neue Silent Hills. Also erstmal, wie sieht es denn hier aus? Da liegt ein Teddy neben mit Bierdosen. Was ist das denn für ein Vorbild? Und zweitens, guck mal, hier ist alles zugestaubt und oll. Und alles ziemlich dreckig. Alter, wie viele Pillen liegen denn da? Eine Tüte M&Ms, aber 50 Päckchen Pillen oder Schlafpillen oder Schlaftabletten oder was das ist. Das sieht aus wie ein Muttis Apothekerschrank. Hier ein Bild. Oh. Ich persönlich weiß immer, ein gutes Bild mit einem trockenen Zweig zu schätzen. Wer hat nicht gerne ein Bild mit einem trockenen Zweig im Zimmer hängen und denkt sich, boah, das gucke ich mir jeden Tag gerne an. Ein trockener Zweig. Das ist einfach schön. Ich glaube, die Tür ist wütend. Waren die vorhin schon da? Die kleben aneinander. Ich folge denen einfach mal. Kakerlaken wissen immer, wo es lang geht. Die würden ja auch eine Atomexplosion überleben. Das heißt, die wissen, wo es hier in... Die sind weg. Wo sind die hin? Ich habe kurz in die Kamera geguckt. Die sind... Ah, da sind sie. Ich glaube, da mein erstes... Hey. Das Geräusch kommt gerade von mir. Die Bilder sind übrigens ausnehmend schön. Ich traue dieser Tür da ja überhaupt nicht. Da muss irgend... Die Musik jetzt. Dankeschön, das hat mir gerade noch gefehlt. Das hier sieht aus wie ein Baum auf dem Bild, aber in Wahrheit ist es das Muster in meiner Unterhose, wenn ich da jetzt reingehe. Ich möchte gar nicht... Wir kommen da nicht rein. Ich kann nicht sagen. Ich würde mich gerne gegen die Tür lehnen, damit die zugeht, aber. Alter. Gänsehaut gerade. Mist. Kann ich vielleicht gehen? Ich habe noch einen Termin. Was mache ich denn jetzt? Ha!
Alter, es ist 5 Uhr morgens, mach nicht so einen Scheiß. Oder später, Alter. Oh, ich guck auch noch durch den Spalt, ich Idiot. Gerne jetzt zurückweichen, vielleicht. Ich warte nur, bis das Licht da vorne auch ausgeht. Nein. Also ich bin doch nicht bekloppt und gehe da rein. Wenn da ein Klo ist, warum hat da vorhin eine Frau geweint und dann ein Baby geschrien? Hat die ihr Baby ins Porzellan gedrückt oder was? Eine natürliche Wassergeburt. Ich komme mir gerade vor wie Vera Entwehen, die wieder so eine Messi-Wohnung entrümpeln muss. Fäkalien? Gleich geht die Tür zu, ich weiß es doch genau. Ein Spiegel, in den wir nicht hineinsehen können. Oder wir gehen raus und irgendwas passiert. Ach so. Na, ob's das... Es war so klar. Na toll, wir sehen unseren Kopf gar nicht. Er sagte, drehen Sie sich um. Ich habe mich umgedreht.